Der da. Gut, dann baut ihr den Mauerbogen. Ich kann schon mal weitere Häuser wieder oder weitere Baracken ansetzen. Ja, doch, mache ich einfach. Eins. Oder eine weitere Baracke. Denk drüber nach. So, wenn ich den Automaton jetzt da rausnehme, dann kann ich den da immer reinsetzen. Dann wird er mir halt über die Nacht hinweg weiter Holz machen. Dann kann ich dich ausmachen von der Wärme und dich ruhig anmachen. Und ich kann einen weiteren Zweck machen. Schreine. Eins. Zwei. Drei. Ja, dann haben wir die drei Schreine schon mal. Wir haben gleich die Predigt, die wir nutzen können, um die Hoffnung ein bisschen zu steigern. Doch, doch. An und für sich funktioniert das alles gerade okay. Weiß nicht ganz genau, was mir das Spiel entgegenwerfen möchte. Dass es nicht mehr okay läuft. Aber irgendwas wird da schon kommen. Irgendwas wird da schon kommen. Schreine gebaut, die Hoffnung steigt. So, den Mauerbuch haben wir auch fast fertig. Wobei, von den Kindern sind die noch alle ziemlich fresh dabei. So. Noch. Rippkinder. So, du bist jetzt hier bei der temporären Siedlung. Die ummauerte Kolonie. Einige werden gerade wieder krank. Komisch. Noch mehr Vandalismus. Ein Geistlicher soll die Einwohner beruhigen. Ich glaube, ich kann ruhig noch mal ein zweites... ach nee, ich will die 100 Holz haben. Entschuldigung. Verprügelter Geistlicher. Die Hoffnung sind gleich, die Unzufriedenheit sind gleich. Wir beten. Ich konnte ja mal wieder Drifters gucken. Ich habe keine Ahnung, was Drifters ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist 3,6. 7,2, ja. Das ist schon mal besser. Ist Drifters eine Fernsehserie oder sowas? So, das ist Holz. Nehmt die Rohstoffe. Dann zu dem großen Konvoi. Dann haben wir da hinten die Ecke fast fertig. Ein Anime, oh. Gut, das wusste ich nicht. Wie viel Platz habe ich momentan? Häuserplatz 26. Die Kinder sind noch 33 Stück. Puh. Ich habe gehofft, dass mehr verrecken. Aber gut. Die Kinder sind lästige Zierbiester. So, dich kann ich wieder demontieren. Wir haben gleich den verbesserten Heizkörper. Das wird an unserer Kohle nagen. Ne? So viel steht fest. Wird aber auch unsere Gebäude wärmer halten. So. Und dann einmal das hier. So, dann nochmal ein paar, oder eine Baracke, ich will mal sagen ein paar, aber dann ist es halt wirklich nur noch eine. So, ich habe noch zwei Tage, bevor es kalt wird. So, Feldküche, Haus der Heilung. Das kostet mich halt Nahrung, ne? Ich nehme das Haus der Heilung mit. Ich habe gerade nicht genug Holz dafür. So, ein Hauch von Hoffnung. Nice. So, ich hab's gleich. Zack. Kann ich das nicht hier irgendwo hin platzieren? Ja, das passt schon.
Ich habe gerade nicht genug Holz, um eine Straße dazu zu bauen. Worum geht's denn in dem Anime Drifters? Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit Rennen zu tun hat. Wenn schon gedriftet wird. So, wo chillst du denn gleich? Oder wo kommst du gleich an? Bist du da Richtung Yankees? Nein, oder? Nee. Du nicht. Das sind Überlebende. 35, 19, 7. Das ist schon nicht. Achso, das sind die aus Tesla City, ne? Genau. Wie viele sind das jetzt, die jetzt kommen? 35, 55. Uff, das ist eine Menge sogar. Eine Menge. Für die Menge an Einwohnern habe ich keine nötige Anzahl an Häusern. So viel steht fest. So, wie viele... Ich hätte die Kinder einfach sterben lassen sollen. Verdammte Kacke. 36 habe ich momentan. Ich hoffe, von denen krepieren noch einige. Ich meine, die müssen noch 3 Tage durch die Kälte schlendern. Ach guck mal, Kinder können im Haus der Heilung arbeiten. Ja, dann. So. Das bringt mir aber relativ wenig. Muss ich gestehen. Das Haus der Heilung kann sich sonst wohin löschen. Prozent gefühlt. Unzufriedenheit einmal hoch. Wie es sich gehört. Na, einmal sagen, oh ja, alles toll. Und dann, ach nee, alles kacke. Klassiker. Ihr braucht 20 Stunden hierhin. Wir werden jetzt wieder eine krank. Ich habe 50 Plätze frei. Ich brauche 90 Plätze, die frei sind. So, 1, 2, 3. Müsste ich hier dran arbeiten, wie Bereich 3 zu erforschen. Kerzen für die Sünder. Ich freue mich, das zu hören. Es ist so komisch, dass die Unzufriedenheit den Elfen wieder hochschnellt. So, ach ja, stimmt, da war ja was. Wir sind unzufrieden. Sehr komisch. So. Den Lochkartenrechner. Generatorreichweite. Gut, dafür fehlt mir gerade überall die Ressourcen, ne? Genau. Es geht um Leute, die in einer anderen Welt nach ihrem Tod wiederbelebt werden und dann den Verlauf der Welt ändern. Die können aber von allen Zeiten kommen, also von mehr oder weniger jetzt und vor 1500 Jahren etc. Okay. Über den Zustand eskortieren. Es klingt ja eigentlich nicht mal bad. So, ich brauche Reichweite 2, das sind 40. 40 und 60. Weiß nicht, ob ich an die 40 komme. Du musst. Ja, ihr beide müsst über Stunden scheffeln. So. Generator Reichweite plus. Wie lange brauchst du dafür? 10 Stunden. 7 schaffst du. Passt nicht ganz. Einige wären da schon. Okay, einige von den Kindern sind gestorben, das ist gut. Würde nicht ganz passen. 9 Stunden. So, du machst dann auch Überstunden. Habe ich irgendwo noch welche, die keine Überstunden machen? Nee. So. Habt ihr wen aufgeknüpft? Achso, nee, ein weiser Mann.
Man hört einen Dung, erste Reaktion. Habt ihr wen aufgeknöpft? Kommt schon. Habt ihr wieder versucht, jemanden zu lynchen? Seid ehrlich mit mir. So, da kann ich noch eine Baracke hinstellen. Wie viele Suppe habe ich eigentlich noch? Leute, 142. Die hassen halt die Suppe. Die wollen die nicht essen. Also null. Die so... Und wenn ich kurz hungern muss, gibt keine Suppe für mich. So. Einmal ein bisschen die Hoffnung steigern. Keine Suppe. So, ich kann dann gleich welche hier... Warte, was kriege ich gleich? Ich kriege... Oh, eine Menge Ingenieure. Das ist gut. Das ist gut. Eins, zwei. Auf dem Friedhof beginnt eine Beerdigungszeremonie. Jo. So. Was habe ich jetzt? Achso, ich kann nicht pausieren. Ich kann mehr Jagdhütten bauen. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Zwei, drei. Ich kann hier Ingenieure reinsetzen, ich kann da Arbeiter reinsetzen, ich kann da ruhig Ingenieure reinsetzen. So, du kriegst Wärme, du kriegst Überstunden. Ihr kommt hier rein, ich muss euch auch Überstunden, aber ich gebe euch keine Überstunden, komm. So, aber du chillst jetzt gerade hier Dreadnought, düstere Höhle und dann Dreadnought Anlegestelle. Ja, der andere kommt jetzt auch gleich rein, ne? Mit den 26 und 18. Wie viel Platz habe ich? Habe ich wirklich noch so viel Platz? Ich möchte es gerade nicht ganz glauben, muss ich gestehen. So, Feldküche möchte ich erstmal nicht basteln. Danke, aber nein, danke. So, du... Gut, hier hinten ist alles Tutti, dann kannst du zu Dreadnought annehmen. Wobei, du kannst temporäre Siedlungen dann Dreadnought. Lass sie essen. Eins, zwei. Ups, so. Zwei, drei, vier, fünf. Ihr kriegt schon mal Häuser. Eine Häuser, den Armen, aber viel mehr. Kriegt leider noch keine Wärme heute Nacht, das tut mir sehr leid. So, zack. 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 Dann kann ich ruhig noch ein bisschen Sanitätsstationen bauen, ja, aber ich gehe davon aus, dass ich es brauchen werde. ich gehe davon aus, dass ich es brauchen werde. Sachen, die man auch nie in seiner Kolonie hören möchte. So, noch eine Jagdhütte. Andere Städte sind vielleicht untergegangen, aber nicht London. Völlig unmöglich. Du gehst gleich unter, junge Dame. So, ich muss gucken, dass ich jetzt nahrungstechnisch... nicht mir in den Poppes beißen muss. Gut, mein Speisehaus ist zu kalt. Grad. Ein Haus der Heilung ist auch sehr kalt. Warum ist mein Speisehaus... Achso, du bist auch noch nicht... also da ist noch niemand drin. Kein Wunder, dass es zu kalt ist. Kohlemäßig geht es gerade ein bisschen abwärts. Okay. Gehen wir mal ganz kurz in die Übersicht. So. Muss ich in dem Tempel Heizung anmachen? Ich glaube nicht. Achso, du natürlich auch Heizung. Mein Speisehaus ist zu kalt. Okay, mein Speisehaus muss ich dann einmal ganz kurz noch da eins hinsetzen. Nee, ist schon so richtig. Dampfstufe. Oh, nee, Dampfstufe. Die Dampfstufe ist auch schon richtig.
demontiere ich mal das Speisehaus. Ihr seid hier fertig damit. Heizkörpereffizienz. Die Dampfkohlemine, dann werde ich dich da rausschicken. Warte, kann ich hier nicht noch... Ich dachte, ich meine... Kohlemine, genau. Da war noch eine Möglichkeit für eine Kohlemine. Ich habe 8 Stunden Kohle übrig, das ist halt wenig vielversprechend. So, Kinder drin arbeiten lassen. Heizung anmachen. Es mag jetzt vielleicht... Okay, ich krieg nochmal einen doppelten Hitzebonus. So, die Kohlemine muss ich halt den Automaten drin werkeln lassen. Lange Stunden der Arbeit. Ja, okay. Wie viele Ingenieure? Ich habe noch... Das ist genug für 3 Werkstätte. 1, 2. Ich habe knapp 300 Leute. Das heißt, das bedeutet, ich muss 300 Nahrung pro Tag ranscheffeln. 2. die Stunde. Ich weiß nicht, wie viel ich verbrate. Das ist das Problem. Das ist ein großes Problem. Warum baut doch die Straßen fertig? Ach. So. Ja, ich brauche den Mauerbohrer erstmal nicht bemannen. So, bop. Du bekommst auch eine Heizung. Bop, Heizung. Doch, wirklich jetzt. Ein geistlicher 10 Stunden. Das reicht leider nicht bis in die Nacht. So unglücklich das jetzt auch ist. Könnt ihr jetzt die Straße mal endlich fertig bauen? Was ist denn falsch bei euch? Ah, die waren nicht angeknüpft. Okay, was ist falsch bei mir? Lass die Bären in Ruhe. Es tut mir leid. So. 7 Stunden übrig. Wie schaut's aus? Die Baracken sind halt kühl und das, obwohl ich letzte Stufe 3 habe. Eieieiei. 6 Stunden. So, Dreadnought Anlegestelle. Guck mal, da habe ich noch eine Sanitätsstation. Ist sie zu kalt? Das kann sogar gut sein. Es wird auch gleich nochmal richtig schön kalt hier drin. Es tut mir ziemlich leid für euch. Noch ein Diebstahl. Okay. Diebe. Ich habe gerade auch keine Essensration dafür. Noch ein Speisehaus hier hinsetzen. Verärgert. Die Unzufriedenheit steigt an. Ja, ja, das passt eigentlich noch. Doch, doch, das passt noch. Bist du trotzdem zu kalt? Okay, dann demontiere ich dich. Wenn du trotzdem zu kalt bist, dann brauche ich dich nicht. So fies das jetzt klingen mag. So, 2 Stunden Kohle habe ich noch übrig. Das ist nicht eine Menge. Wurde mir mal gesagt. Meinte mal ein weiser Mann zu mir. 1 Stunde Kohle. Die wären halt erst um 0 Stunden übrig.
Jetzt fangen die erst mit Kohle wieder an. Mit der Kohleproduktion. Dampfkohlemine erforscht. Nice. 1, 2. Es ist jetzt sehr wichtig, dass ihr mir das schnell aufbaut. Ach, sind jetzt alle ausgegangen, die Heizung? Ja, sind sie. Kacke. Finde ich schön zu sehen, dass das so schwer ist. Warte, ich mach das anders. So, bap, bap. Ihr werdet jetzt abgerissen. Da kommen einfach die Leute jetzt rein. Verlust eines Körperteilhandels. Stimmt, ich kann Prosthetik noch machen. So, und ihr beide werdet auch gewärmt. Bist du ein Haus der Heilung? Das muss ich auch natürlich wärmen. Dann eine Dampfkohlemine hier draufsetzen. Und dich zumindest auf Dampfstufe 1. Damit es nur noch kühl ist und nicht kalt. Wobei ihr seid sehr kalt. Okay. Du gehst dann auch mal so weit. Ich kann dich sogar hier noch einmal hinschicken. Ich lasse dich kurz warten. So. Sanitätsstationen müssen natürlich auch noch gewärmt werden. So, da müssen die Kinder ran. Und die Kohlemine wird gerade verbessert. Zur Optimierung des Kohlebaus. Dafür habe ich gerade keinen Stahl. Stimmt, Stahl ist nämlich gerade auch zum Erliegen gekommen. Dann komme ich aber auf minus 70 runter, sehe ich gerade. Ja, das wird, finde ich gut. Das bleibt schwer. Das gefällt mir. 27. Wie viel Platz habe ich gerade für Patschehändchen? Mehr als genug. Genau, du wartest. Gut über die Kälte. Jetzt können heizen sich 3 Tage lang. Uff. Die sind halt richtig mad. Jesus Christ. Guys, please. Überleben erreichen die Stadt. Chill. Chillax. So, ich kann halt nicht wärmer machen, sehe ich gerade. So. Ach, shoot. Erforschen. Tesla City. Will man im Leugbisser Anime gucken? Jo! Dahin brauchst du einen Tag 3 Stunden, 9 Stunden. Und du kehrst einmal nach Hause zurück mit dem, was du gefunden hast. Warum hast du keine Straße? Achso. Manchmal wundert es mich, dass sie sich nicht verbinden. Gescheit. Wieso wird mir nicht angezeigt, für wie lange ich Kohle habe? Nach minimal plus sehe ich. Die Kranken werden kränker. Die ersten überzeugt. Nice. Einige sind sehr hungrig, nachvollziehbarerweise. Und jetzt nach Tesla City. Wie schaut's hier aus? Optimierung des Kohleabbaus kommt gleich. Bin sehr froh, dass ich einen Tag habe, in dem ich die Unzufriedenheit gesenkt bekomme. So, das ist mehr Kohle. Das ist sehr schön. Haus. Generatorleistung plus plus. Ich krieg halt die Effizienz nicht rein. Haus, ja. Wie lange braucht ihr dafür? Etwa 7 Stunden. Eine.
Lass ihn in Frieden. Mir egal, ob er drauf geht oder nicht. Soll er halt sterben, wenn er nicht möchte, dass irgendjemand ihm sein Bein anfasst. So, kohlemäßig mache ich jetzt wieder Plus. Ja, das war's. So, zack. Kann ich ja mal das machen, ne? Ein bisschen Hoffnung generieren. Muss halt mindestens erträglich hinbekommen. Innerhalb des nächsten Tages. Geistlicher. Do your job. Und ihr habt ihn getötet. Wir sind zu weit gegangen. Konnte unser Captain das zulassen? Wie konnte deine Mama dein Gesicht zulassen? Wie schaut's aus? Ich habe noch viele Ingenieure, die arbeitslos sind. 1, 2, 3. Und noch einige Kinder, die ich vermutlich... nee. Forschen, riskiert die Stadt zu betreten. Nice. Da kriege ich Nahrung raus aus dem Fischerdorf. Was bringst du mir nach Hause? Gut, Holz werde ich jetzt nicht zwingend brauchen, aber ich nehme es trotzdem gerne und dankend an. So, du wartest jetzt da hinten, ne? Dann geh du mal nach Tesla City. Bab. Es werden immer mehr krank. Eieiei. Ziemlich unglücklich. So. Ich muss 15 Häuser austauschen. Oder 15 Sachen zu Häusern machen. Wie lange habe ich noch Zeit? Oder das ist in 7 Stunden, das sind 12 Stunden. So, Aufrüstung für Sanitärstation, fliegende Jäger, Speiseauswärmedämmung. Das kostet mich halt eine Menge. Ich nehme stattdessen mal die Heizkörpereffizienz jetzt doch mit, langsam. Speiser. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Erforschen. So, auf zum Eiskorridor mit dir. Nö. Moin, was geht ab? Na, gut geschlafen mit meinem Stream? Während dein Göttergatte mit mir gezockt hat? Ich hoffe doch mal. Ich habe eine Reputation zu halten. Versprechen gehalten? Nice. Eine Danksagung? Nice. So. Dafür, dass ihr alle so tatkräftig mitgearbeitet habt, kommt jetzt alle Überstunden. Ich musste mein Versprechen nur kurzfristig halten. Das nehme ich mal als Ja. So. Baut mir Häuser, ihr Hammel. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Sind die erträglich, die Häuser? Nee, ne? Doch. Aber ich glaube, ich krieg das trotzdem nicht hin. Unglücklicherweise. Ja gut, die Leistung kann ich nicht